So, hier sind wir direkt beim nächsten Video, nämlich wegen den netten Trollen. Ah, den habe ich schon mal bei ja. Er stellt sich ins Feuer. Kriegt er auch Schaden dadurch? Tatsächlich. Kann man den echt beim Uralten. Aber worum es eigentlich gehen soll hier in dem Video, ihr seht ja, ich habe schon die komplette Schurkenausrüstung bzw. Trollausrüstung und wollte euch einfach mal zeigen, wie ich gegen den kleinen Troll kämpfe. Nämlich eigentlich ziemlich simpel, nur mit dem Bogen und Feuerpfeile. Also die Feuerpfeile sind echt in meinen Augen mit so OP. Ich selber habe die Bronzepfeile jetzt noch nicht benutzt, aber dafür sind die mir auch einfach ein Tick zu teuer. Jetzt muss ich hier doch mal ein bisschen aufpassen. Voll lauter Gequatsche. Oh, ich dachte schon. So, wie ihr seht, einfach immer wieder mit den Feuerpfeilen. Immer gucken, dass die Ausdauer vor allen Dingen hoch ist. Nicht wie bei mir gerade. Ich kämpfe hier wirklich auf Messerschneide. So, wegen der Trollausrüstung. Ich finde sie wirklich erstmal optisch top. Und gegen den Troll zu kämpfen, so schwer ist es nicht. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nicht den Fail, gerade weil hier noch der zweite rumdackelt. Na, immer schön mit Pfeil, immer schön auf Distanz halten, den Bogen vor allem immer schön durchziehen. Denn desto fester der quasi durchgezogen ist, desto mehr Schaden macht der Ganze natürlich. Oh, der war wieder knapp. Eieiei. Also ist natürlich auch ein bisschen Übungssache. Also am Troll sind wir, glaube ich, noch gar nicht gestorben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das war wieder knapp. Vor allem, man darf halt nicht stehen bleiben. Also stehen bleiben ist eine ganz schlechte Idee bei ihm. Das war wieder knapp. Aber ihr seht ja, selbst der kleine Zwerg kriegt uns nicht. Vor allem meine Frau wird sich freuen, wenn ich gleich wieder mit Trollfell nach Hause komme. Na, Schatz. Ja. Sachen aufwerten. Ach, du willst Sachen aufwerten? Ich habe noch nichts aufgewertet. Ja, von mir aus was einfach. Okay. Nee, ich werde wahrscheinlich Kupfer machen. So, wir gucken auch direkt im Inventar. Und da, ich sage immer wieder, ein Troll gibt uns 5 Trollleder. Damit können wir wenigstens schon mal nur so als Beispiel, könnte man damit jetzt eine Trolllederhose herstellen, einen Trolllederumhang, eine Tunika oder sogar den Helm. So, ich hoffe, ich konnte euch damit schon mal helfen, wie ihr gegen den Troll am besten vorgeht. Erstmal ein bisschen auf Distanz halten, immer mit dem Bogen den Bogen durchziehen. Am besten natürlich mit Feuerpfeilen, weil das nochmal Schaden auf Zeit gibt. Und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ihr wollt, natürlich gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo da lassen, weil ich werde euch noch einiges zeigen, was noch alles so möglich ist in Valheim. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zocken und haut rein.